Ich verkörpere hier die Generation Treuhand. Eine Initiative, die es heute nicht mehr gibt, die aber 1989, 90 und bis 1993 versucht hat, gemeinsam über die Branchen hinweg, über die Städte, die einzelnen Dörfer und Gemeinden hinaus, den Widerstand gegen die Treuhandpolitik zu organisieren. Für die, die es nicht wissen, die Treuhand war die Institution, die die volkseigenen Betriebe der DDR privatisiert, also abgewickelt hat. Und das in einem Tempo, das innerhalb von 1,5 Jahren die Hälfte der DDR-Betriebe von der Landkarte verschwunden war. In dieser Zeit haben sich Betriebsräte überlegt, wir können nicht immer nur um unsere eigenen Belegschaften kämpfen, sondern wir müssen uns zusammenschließen. Und das ist gelungen. Wir haben uns getroffen zu Konferenzen, haben unsere Forderungen abgeglichen. Wir sind der Treuhand auf die Bude gerückt und haben Frau Breuel, die damalige Chefin, gezwungen, uns zu empfangen. Wir haben uns beteiligt und unterstützt den Streik, den Hungerstreik der Kali-Kumpel in Bischofferode. Und wir haben versucht, mit den Gewerkschaften und über die Tarifpolitik hinaus zu sagen, dass mehr zu tun ist und politische Lösungen her müssen, damit alle Menschen gute Arbeit haben. Und das, finde ich, ist aktuell bis heute. Und wir sollten gemeinsam darüber nachdenken, wie unsere Erfahrungen für heutige Kämpfe zu nutzen sind. Denn die Mechanismen sind heute dieselben. Die Leute, die heute Pflegeheime kaufen, Krankenhäuser privatisieren und andere Einrichtungen, machen es genauso, wie die Treuhand es gemacht hat. Sie zerteilen die Unternehmen, verkaufen die besten Stücke und packen die nicht verwertbaren Knochen in die Bettbank. Das kostet den Menschen Arbeit, das kostet ihnen das Leben. Und die Menschen, die damals ihren Job verloren und nie wieder einen gefunden haben, sind heute diejenigen mit niedrigen Renten, die ihre Pflegekosten in den Pflegeeinrichtungen nicht mehr bezahlen können. Dagegen müssen wir unteilbar zusammenstehen. Wir haben diese Erfahrung 1990 gemacht. Und ich lebe von dieser Erfahrung bis heute und hoffe, dass unsere Generation Treuhand und eure Generation Smartphone gemeinsam darüber nachdenken. Vielen Dank, Frank Meyer und Anja. Ja, genau, hallo. Wir sind die Anja und der Frank von den Teigwaren Riesa. Wir stehen heute hier, weil wir in den letzten Monaten durch unsere Gemeinsamkeit, durch unsere Unteilbarkeit beachtenswerte Erfolge verbuchen konnten. Vor 14 Monaten hatten wir eine schlechte Bezahlung, miese Stimmung unter den Kollegen und wenig Hoffnung auf Besserung. Im Juli 2018 hat die Belegschaft unserer Firma einen Betriebsrat gegründet und angefangen, intensiv Gewerkschaftsmitglieder anzuwerben. Bis zum Jahresende ist es uns gelungen, ca. 80% der Belegschaft in die Gewerkschaft zu bekommen. Das war eine starke Basis und ein großes Druckmittel im Kampf um einen Tarifvertrag zur Verbesserung unserer Arbeits- und Lebensbedingungen. Wir haben erste Warnstreiks durchgeführt, um die Arbeitgeber an den Verhandlungstisch zu bekommen. Und die Anja wird euch jetzt noch sagen, was wir in dieser Zeit erreicht haben. Ja, hallo. Ja, wir sind zu Recht stolz auf das, was wir bisher erreicht haben. Zum 1. Januar konnten wir eine Lohnsteigerung um 7% durchsetzen. Nach weiteren Streiks konnten wir uns zum 15. Mai diesen Jahres einen Manteltarif erkämpfen. Wir und unsere Kollegen bekommen jetzt in diesem Jahr 2 Tage und im nächsten Jahr auch 2 Tage mehr Urlaub. Urlaubsgeld, um einiges mehr Weihnachtsgeld.
Die Schichtarbeiter bekommen faire Schichtzuschläge und eine korrekte Abrechnung der tatsächlichen Arbeitszeit. Und wir haben mit der Arbeitgeberseite vereinbart, bis zum 31. März nächsten Jahres einen Entgelttarif abzuschließen, mit dem unsere Mitarbeiter auf einem gesunden Lohnniveau bezahlt werden. Das alles ist uns nur durch unsere gemeinsame Aktion möglich geworden. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Teigwaren Riesa sind in diesem Arbeitskampf ein großes Stück stärker und vor allem unteilbar geworden. Danke. Ja, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, was für ein tolles Bild von hier oben. Wir als DGB-Gewerkschaften wissen, seitdem es uns gibt, dass wir nur gemeinsam handeln können, denn nur gemeinsames Handeln macht uns stark. Im Konflikt von Lohnarbeit und Kapital engagieren wir uns für menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen, materielle Sicherheit und gesellschaftliche Teilhabe. Diese Ziele können wir nur mit Solidarität erreichen. Und diese Ziele sind unteilbar. In unserer Grundsatzerklärung steht: Verdi bringt die Menschenwürde in der Arbeit zur Geltung und trägt dazu bei, die allgemeinen Menschenrechte zu verwirklichen. Wir kämpfen gegen jede Form von Ausbeutung, Unterdrückung, Diskriminierung und Rassismus. Heute zeigen wir alle Gesicht für eine weltoffene Gesellschaft. Und wir sind viele. Wir stellen uns gegen diejenigen, die unsere Freiheit einschränken wollen, die mit rechten Parolen und Hetze, rechter Gewalt, Menschen und unsere Demokratie bedrohen. Wir Gewerkschaften sind ein wichtiger Teil von Demokratie und Vielfalt. Solidarisches Handeln ist der Motor unserer Arbeit und nur gemeinsam werden wir etwas bewegen. Solange es uns als Gewerkschaften gibt, werden wir dafür kämpfen und zusammen mit euch kämpfen, dass unsere Welt friedlich, demokratisch, plural und gerecht wird. Vielen Dank. Ja, auch ein Hallo von mir. Ich habe im Vorfeld zu dieser Demo jede Menge E-Mails erhalten, dass ich hier in Dresden nicht willkommen bin. Ich hoffe, das ist nicht so. Ich schäme mich, wenn ich sehe, dass Menschen in diesem Land gejagt, angegriffen und getötet werden, weil sie Ausländer sind oder sich für diese einsetzen. Ich schäme mich, wenn ich sehe, dass Menschen, vor allem Frauen und Kinder, die vor Krieg und Elend flüchten, vor unser aller Augen im Meer ertrinken sollen. Ich schäme mich, wenn ich sehe, dass eine Partei, die gegen Menschen hetzt und schuld daran ist, dass auf Jagd auf Menschen Flüchtlinge gemacht wird, stärkste Partei hier im Osten werden soll. Und ich schäme mich, dass viele in diesem Land nur zuschauen und nichts dagegen tun. Aber heute bin ich stolz darauf, mit euch allen hier zu sein, um mit allen, die zum Ziel rechter Hetze und Gewalt geworden sind und mit Menschen, die sich für Flüchtlinge engagieren und mit Menschen, die vor allem andere vor dem Ertrinken retten, Solidarität zu bekunden und zu zeigen, dass sie großartig und vor allem nicht alleine sind. Es ist unsere Pflicht und Aufgabe, zu verdeutlichen, dass wir mehr sind. Es ist unsere Pflicht und Aufgabe, diesen Menschen, die Ertrinkende aus dem Meer retten oder sich gegen Rassismus und Antisemitismus stellen, beizustehen und sie zu unterstützen. Ihr seid nicht alleine und ihr schützt und verteidigt die Würde von Geflüchteten und Minderheiten, die nach unserer Verfassung unantastbar sein sollen. Die Würde dieser Menschen zu achten und zu schützen, ist eigentlich Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. So steht es jedenfalls in unserer Verfassung. Der Staat
wird dieser Aufgabe leider nicht gerecht. Und wie sieht es eigentlich aus, wenn die Gefahr vom Staat selbst ausgeht? Wer schützt unsere Würde vor dem Staat und ihren Repräsentanten in einer Zeit, in der Extremismus im öffentlichen Dienst Überhand nimmt und nicht hart genug geahndet wird? Wir sind daher alle gefordert, um unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen. Heute zeigen wir gemeinsam, dass dieses Land nicht den Nazis und den Hetzern gehört. Danke dafür.